Hallo zusammen, da sind wir wieder, weiter geht's auf Typhon mit unserer tollen Robe. Keine Ahnung, sag ich mal. Wo müssen wir in den Weg des Jedi? Wir müssen. Zum Jedi-Tempel da runter. Da können wir, glaube ich, aber nicht hinfliegen, oder? Bin mir nicht sicher. Jetzt sind wir schon hier. Doch. Oh geil, mit dem stylischen Speederbike, yeah. Macht aber ein ganz anderes Speederbike-Geräusch als die in der Trilogie. Und hinten kommt gar kein Feuer raus. Oder irgendwas. Warum hat es hinten diese beiden Energieauspüffe, sag ich mal? Wenn es da gar nicht pufft. Egal. Interessiert das schon keinen. Was haben wir entdeckt? Die Jedi-Tempel-Kantina. Ja, die muss es natürlich geben, die Jedi-Tempel-Kantina. Schon klar. Dann gehen wir mal kurz shoppen hier. Und verkaufen ein bisschen das hier. Die Kunika des Bittstellers weg. Rollpilz weg. Geil. Meditationsperlen weg. Gefütterter Knöchelschutz weg. Alles weg. Die hier, keine Ahnung, ob wir die auseinanderbauen können oder müssen oder sollten. Weiß nicht. Wir haben schon 133 Credits. Ganz cool, gell? Was gibt's hier? Oh je. Yeah. Will ich gar nicht angucken. Halt hier. Müssen wir das mal aktivieren? So. Na, Kedabra, Abra, Kedabra. Und ich langweilig Tobias Sand, super. Jetzt gehen wir aber in den Tempel rein. Die alle hier die Lichtschwerter haben, diese Säcke. Was ist da los? Okay, Hala. Hallo. Ihr seid sicher der Padawan, von dem Meisterin Yuan gesprochen hat. Wenn wir yes. Jedi wären, würde ich sagen, ihr seid genauso süß, wie sie euch beschrieben hat. Aber dann sage ich nichts dergleichen. Tut mir nein. Gut. Ich plappere. Meisterin Yuan wollte, dass ich euch daran erinnere, dass sie meint, dass Jedi Kampfkünste erlernen sollten. Und sie sagte, ich soll sagen, dass ihr das auch machen sollt. Vor allem Jedi seid ihr ziemlich albern. Ihr seid nicht gerade das Ideal eines ruhigen und beherrschten Padawans, oder? Erste Woche. Hab letztens erst entdeckt, dass ich machtsensitiv bin. Wie verrückt ist das denn? Geht zu Meister Vettel im Tempel. Er sieht nicht nach viel aus, aber er kann einem unglaubliche Sachen zeigen. Viel Gl möge die Macht mit euch sein. Jetzt hat die erst vor einer Woche entdeckt, dass die Macht sensitiv ist, aber hat das fette Lichtschwert hier hängen. Und ich habe schon ein Kampftraining durchlaufen, alles mögliche. Und mich verarschen, oder was ist das, ey? Jungs, also, da werde ich skandisch, du. Kodex-Eintrag. Jedi-Tempel. Oh ja. I need help for obscure temptation. Whatever this may be. Jetzt gehen wir mal hier das Treppli hoch. Ich finde halt auch, das sind riesen Jedi-Würfel, oder? Ich finde halt, dass wie soll ich das sagen? Dass diese Räume hier alle viel zu überdimensioniert sind. Wir hatten solche riesen Kuppel, so riesen Hallen. Ich meine, ist ernsthaft, wofür brauchst du sowas? Keine Ahnung. Okay, Meister Wetter. Weisheit der Ältesten annehmen. Yeah. Und abschließen. Möge die Macht mit euch sein. Ah, haben wir gut gemacht. Ja, aber es ist halt so. Wir hatten schon alles gelernt vor der Türe, als wir da zurückkamen im Taxi. Ja. Dum. Und hinab. Cool, dass man hier runterrutschen könnte, so. Ne, das war vom Spiel nicht vorgesehen, oder?
Naja, jedenfalls. Gehen wir jetzt mal hier durch. Okay. Oh oh. Das geht nicht. Es liegt nicht mehr in meinen Händen, Kaisen. Kaisen Fess. Padawan, komm doch herein. Das hier ist Kaisen Fess, ein alter Freund. Er macht hier einen Jagdausflug, eine heilige trandorschanische Tradition. Okay, das ist meine Freude, Kaisen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ebenso, kleine Jäger. Aber muss auf Pirsch gehen, bevor das Licht sich ändert. Möge die Zählerin wachsen. Das sieht doch ganz schick aus, oder? Sogar einigen Jedi missfällt meine Freundschaft mit Kaisen. Wieso? Ich wollte, dass du ihn kennenlernst, bevor du von Gerüchten beeinflusst wirst. Zuerst einmal danke für die Sicherstellung der Hologramme. Die Jedi haben auch ohne den Verlust ihrer Geschichte in letzter Zeit schon genug verloren. In meinem Krieg, was? Verlust ist ein kleines Wort für all das, was wir durch das Imperium erleiden mussten. Diese Diskussion muss noch warten. Ich konnte den gestohlenen Holoprojektor identifizieren. Er enthielt das Hologramm von Meister Rajivari. Rajivari war ein weiterer Gründer der Jedi. Er ist der dunklen Seite verfallen. Oh, oh. Er verriet den Orden, bei dessen Erschaffung er mitgeholfen hatte. Ehrlich? Er verriet den Orden? Wie denn? Was genau hat Rajivari getan? Über sein Leben ist leider kaum etwas bekannt. Rajivari war unglaublich mächtig. Dieses gestohlene Hologramm könnte seine finstersten Geheimnisse beinhalten. Wir müssen es finden. Der Dieb stammt sicher aus Kalikori. Dort haben sich illegale Twi'lek-Pilger angesiedelt. Viele von ihnen sind arm oder hungrig. Illegale Twi'lek-Pilger. Warum sind es vom Jahr? Warum ist es doch illegal? Kalikori sei keine legale Siedlung. Ich wusste gar nicht, dass es auf Typhon derartige Gesetze gibt. Die Republik gab den Twi'lek keine Erlaubnis, sich auf Typhon anzusiedeln. Das wäre zu gefährlich gewesen. Aber sie taten es trotzdem. Ich möchte, dass du nach Kalikori gehst. Herausfindest, wer den Holoprojektor entwendet hat und ihn sicherstellst. Aber sei vorsichtig. Die Twi'lek verstoßen gegen republikanisches Gesetz. Wir dürfen ihnen keinen uneingeschränkten Schutz anbieten. Nicht einmal, wenn die Fleischräuber angreifen. Die Beziehungen sind angespannt. Also tun wir nichts, oder was? Ist es nicht unsere Pflicht, Leuten in Not zu helfen? Das ist das Urteil des Jedi-Rats. Auch wenn ich es anders sehe, steht seine Entscheidung. Ich suche in Kalikori Bashen den Käpt'n der Dorfwache auf. Er kennt dort jeden und hat vielleicht auch den Holoprojektor gesehen. Ich glaube, es ist eine gute Lektion für dich, diese Pilger zu treffen, Padawan. Sei vorsichtig. Okay, na klar, bin ich. Erhalte eine Belohnung. Oh, Robenrock des Machtanwärters. Sehr cool. Oh, gleich anziehen. Na, ist doch gar nicht so schlecht, oder? Du hast schon schlechtere Sachen angehabt. Okay, gut, ein Robenrock. Yeah, wie soll ich neben kämpfen? Ja gut, aber ich bin ja auch kein Jedi-Ritter. Ich bin ja ein Jedi... Botschaft. So, was haben wir hier drüben? Meine Quest. Wöchentliche Heldenmission. Oh, ich glaube, das können wir gleich mal ausklammern. Das braucht man, glaube ich, nicht. Warum leuchtet dieser Stuhl? Oh. Wissensobjekt. Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Wir lesen das mal alles durch. So wie ich es euch erzählt habe bei Dings, bei Dragon Age, dass wir alles durchlesen würden. Nie habe ich was durchgelesen. Oder bei Skyrim. Ich habe nie alles was durchgelesen. Aber das fand ich cool bei Skyrim. Das hat mir richtig Spaß gemacht, dass man einfach dann nach den Abenteuern nach Hause kam, ja, dass er einen Waffenschrank aufgebaut hat und dann habe ich mir meine eigenen Waffen angeschaut, habe mich dran ergötzt. Ja, war geil. Zwergen, Schwert und lauter so Geschichten, was ich da hängen hatte. War richtig cool. Ne, fand ich gut.
Okay, Bandschen. Mal gucken, ob man da jetzt hinfahren kann mit dem Speederbike wieder. Wäre schon cool. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur ja, Kalikori. Dorfgleiter. Und ab geht's. Wir swoopen durch. Dorf Kalikori. Da sind wir ja. Okay. Na dann. Machen wir erstmal Hauptquest jetzt zu Ende. Bei Baschen. Mach noch ein Fass auf. Oder drei. Das Fest findet nur einmal im Jahr statt. Und unser Lager kann es verkraften. Ist auch gut so. Wir haben einen ungebetenen Gast. Ich sehe schon. Fest des Erwachens, Jedi. Ihr seid hier nicht willkommen. Meine Meisterin hat mich geschickt. Entschuldigt die Unterbrechung. Meisterin Yuan Par lässt fragen, ob ihr einen Jedi-Holo-Projektor gesehen habt. Ach, wenn Yuan Par fragt, sollten wir wohl versuchen, uns zu erinnern. Ein Holo-Projektor. Ja, ich weiß, was ihr meint. Nalin hat einen gefunden. Nalin Raloch. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Nö. Nee. Habe ich nicht. Erzählt mal. Klingt, als hätte er einen Ruf. Nalin Raloch. 9 Jahre in Folge Champion bei den Duellen. Er hat mal einen ganzen Spähtrupp ganz alleine vor den Fleischräubern gerettet. Er hat unsere Verteidigung geplant. Schützt uns, wenn wir auf Nahrungssuche gehen. Ohne ihn gäbe es nicht einmal das Fest. Und nein, ich werde euch nicht sagen, wo er ist. Nalin verdient Ruhe und Frieden. Er könnte in Gefahr sein, genau. Ihr macht mich sehr ärgerlich. Nein, ich bin guter noch. Nalin muss gewarnt werden. Oder wollt ihr riskieren, dass ihm etwas zustößt? Nalin kann auf sich selbst aufpassen. Gegen Fleischräuber sicher. Aber diese Jedi-Technik ist manchmal seltsam. Nun gut. Nalin ist in das Gebiet der Fleischräuber gegangen. Vermutlich ist er noch dort. Er ist schon eine Weile fort. Genau, er nimmt nicht an eurem Fest teil. Komisch, oder? Das ist ein besonderer Tag. Ja. Sollte er nicht hier sein und mitfeiern? Nalin will einfach allein sein in letzter Zeit und Feste sind nicht wirklich sein Ding. Aber letztes Jahr hat er beim Wegtanz mitgemacht. Ich glaube, Nalin hat dort draußen ein Lager. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, er soll zum Festschmaus kommen. Mach mal. Selbstverständlich. Soll Nalin zum Festschmaus kommen. Oder sonst. Ah. Oder sonst. Okay. Yulev Pan. Noch mehr junge Jedi in Kalikori. So, so. Ich bin Yulev Fan, Meister der Rituale. Willkommen. Ihr wollt an der Zeremonie teilnehmen? Seid ihr euch der Gefahren bewusst? Zeremonie? Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Dann hat man euch noch nichts erzählt. Entschuldigt. Viele eurer Freunde, die Padawane, kommen nach Kalikori, um das Ritual des Übergangs zu vollziehen. Diejenigen, die die Zeremonie bestehen, werden mit einer Audienz bei Kolovish belohnt, um ihre Weisheit und ihre Geschenke zu empfangen. Also hat er nicht gerade gesagt, als sie mich gerade begrüßt haben, ich bin Jedi und ich sei hier nicht willkommen? Und jetzt sagt er plötzlich, hier kommen viele von uns her? Hä? Irgendwie passt mir das. Keine Ahnung. Erzählt mir mehr. Kolovish. Worum geht es in dieser Zeremonie? Kolovish lebt oben in den Bergen. Einst war sie unsere Anführerin. Jetzt leitet und beschützt sie uns. Um die Zeremonie abzuschließen, müsst ihr die 1000 Stufen zu ihrem Zuhause erklimmen. Wir
müsst eine Fackel bei euch tragen und die Signale entlang des Pfads anzünden. Ihr müsst die Flamme vor den Bestien und den Fleischräubern beschützen. So werdet ihr euren Wert beweisen. Wenn ihr wollt, kann ich die Fackel entzünden. Sie brennt nur für kurze Zeit. Aber wenn ihr würdig seid, wird es reichen. Ich bin bereit, die Flamme zu tragen. Ich muss nur wissen, wohin ich muss. Und entzündet jedes der ich glaube, hier den Berg da hoch. Des Gebirgspfades. Wenn ihr das Ende erreicht, werdet ihr ökologisch begegnen. Okay. Dann nichts wie los. Ich habe gar keine Fackel in der Hand jetzt. Schade. Jetzt haben sie natürlich die Abo-Spieler, haben es leichter, die haben ja automatisch Sprinten an. Der Materialien-Gipfel. Aha. Ja, da ist ja das zweite Signal. Bam. Das dritte Signal. Komm, einen müssen wir angreifen. Rückweg eigentlich machen, oder? So, nichts wie los. Weiter geht's, wenn die Fackel nur für kurze Zeit brennt. Muss ich mich ranhalten. Was ist das hier? Ältere Uxibestie. Okay. Die gute alte Uxibestie. Oh ja. Ich habe mal geschaut jetzt. So ein Lichtschwert. Was es früher gab von Master Replicas, aber dann ist ja da die Lizenz abgelaufen und jetzt macht das Hasbro und hat die Black Series, die kosten um die 200 Euro normalerweise. Jetzt gab es das zusammen mit Battlefront für die PlayStation 4, die Schwerter und das Spiel, bla bla, auch für 200 Euro oder 220 oder sowas, ja. Und jetzt, wo ich es aber mir überlegt habe, es zu kaufen, gibt es nicht mehr. Es gibt es nur noch einzeln für 500 Euro. Ey, solche Säcke, ehrlich. 500 Euro und ein Verarschen. Was sind diese Aufkäufer? Ah. Und das kotzt mich übel an. So, Kolowisch. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ja, war schon schlecht. Die Signalfeuer gesehen, als ihr den Vater gehört. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch, erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ihr seid der Grund, weshalb die Pilger noch das hergeführt? Gekommen sind? Meine Lehren verärgerten unsere Herrscher. Sie verachteten unsere Lebensart und weigerten sich, die Autorität der Matriarchen anzuerkennen. Auf Tython können wir unseren Sitten in Frieden nachgehen. Sogar die Fleischräuber können unsere Gesellschaft nicht zerstören. Nicht für immer. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Okay, ihr seid sehr freundlich. Es ist mir wirklich eine Ehre. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen.
Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Schwierig? Warum? Gibt es dafür auch eine schlüssige Argumentation? Jedi müssen sich der Dunkelheit stellen. Ich glaube, dass ihr euch der Dunkelheit unserer Welt stellen werdet. Und vielleicht einer noch größeren. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. Okay, cool. Was ist das, der Gürtel, oder? Die kommen ja ziemlich mächtig vor, diese ganzen Sachen hier. Ich weiß auch nicht. Zumindest das Gefühl, dass die ziemlich mächtig sind alle. Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Eigentlich wieder zurück, oder? Ups. Hoppla. Yeah. Meditation. Makravok Ganove. Wir müssen auf jeden Fall noch zwei von diesen Sonderviechern da killen. Hoffentlich gibt es da noch welche. Hier zum Beispiel standen die da, oder? Sind die alle tot? Das wäre ja sau doof, wenn die jetzt alle tot wären. Mal gucken. Und dann ist nach mir die große Horde hier gelaufen. Ah, dann hat die alle gekillt, Mann. Komm schon. Jungs, seid ihr hier irgendwo? Da oben vielleicht? Was ist das? Hochrand, Junges. Bringt ja auch nicht viel. Was ist das eigentlich? Macht heben. Na komm schon, Mann. Jungs, wo seid ihr? Die alle tot, oder was? Ah, yeah. Ey, wie ätzend. Ah, ey, da ist ja, glaube ich, der Xeroy. Der Xerov. Und killt alle. Jetzt, was war jetzt? Hat es gar nichts gebracht? Ah! Krieg ich Krise, was ist da los? So, okay. Dann geht's halt so weiter, auch okay. Kein Problem. Da, 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 di, da. Aber was wollte ich hier gucken? Ich wollte doch irgendwas gucken, oder? Ne? Wollte ich ihn jetzt gucken? Ich weiß gar nicht, was sind jetzt Festungen schon wieder? Ich habe mal gelesen, es gibt eine Gildenfestung, so eine Art Gildenraumschiff. Was auch cool ist natürlich. Was
müssen wir auf jeden Fall da durch und dann zu Nalins Lager hier. Aber hier, es gibt doch gar keine Nebenquests, kann das sein? Habt ihr Nebenquests gesehen oder sowas? Also ich habe keine Nebenquests gesehen. Jetzt gucken wir, ob wir da hinfliegen können. Ah. So viel zu keine Nebenquests. Da oben gibt es Nebenquests. Kommt her, Jedi. Leiht einer bescheidenen Dienerin der Matriarchin euer Gehör. Ich versichere euch, eure anderen Angelegenheiten können warten. Mein Name ist Vedari. Okay. Ich kümmere mich um die Körper und Seelen der Dorfbewohner und ich habe eine Bitte. Ich spreche von den Fleischräubern. Sie werden in letzter Zeit stärker und ich weiß wieso. Was ist überhaupt mit denen? Ja. Wo kommen sie her? Ja, was ist da los? Niemand so genau. Sie waren schon hier, als die Pilger nach Tython kamen. Die Fleischräuber haben Experimente gemacht. Sie haben ein Elixier entwickelt, das sie unbändig macht. Wenn sie was trinken, werden sie rasend. Sie bekommen Schaum um den Mund und stürzen sich wie hungrige Tiere auf ihre Beute. Es ist eine widerwärtige Medizin. Primitiv und unheilvoll. Okay. Wie konnten die Fleischräuber so etwas nur erlernen? Ich habe keine Ahnung. Derartige Bosheit ist für uns unverständlich. Wir sind zu wenige, um die Fleischräuber direkt anzugreifen. Nicht einmal die Jedi könnten diese Ungeheuer auslöschen. Aber mit Hilfe unserer Krieger könnten die Jedi die Höhlen der Fleischräuber erreichen und die Bottiche mit dem Elixier vernichten. Das wäre vielleicht möglich, ja? Könnten die Jedi das tun. Sie können vieles. Muss ich noch deutlicher werden? Helft uns, das Elixier der Fleischräuber zu vernichten. Ich will nicht betteln, aber es geht hier auch um das Wohl eurer eigenen Leute. Na dann, es wird geschehen. Ich sorge dafür, dass das Elixier vernichtet wird. Ich danke euch dafür. Ja, klar. Odumis Mea weiß, wo die Bottiche lagern. Er ist unser Wachhauptmann. Redet mit ihm, um die Geheimnisse der Räuber zu erfahren. Odumis Mea. Mit dem wollte ich schon immer reden. Dann gehen wir mal hin. Zu ihm, dann zum Taxi. Ja, wenn wir Glück haben, liegen die sogar auf dem Weg nach unten. Also auf dem Weg hierher zu Nalins Lager und dann passt ja sowieso. Oh je. Yeah. Ich habe das schon angenommen, oder? Schon gemacht, ja. Ich schalte das ja immer frei. Jedi, ich glaube, ich weiß, was euch herführt. Vedaria schickt euch zu mir. Sie hat euch vom Elixier der Fleischräuber erzählt, nicht wahr? Davon, dass es die Fleischräuber stark macht. Vedaria sucht einen Weg, das Elixier zu vernichten, aber sie macht da einen gewaltigen Fehler. Wir sollten das Elixier nicht vernichten. Wir brauchen es. Ich würde euch gut bezahlen, wenn ihr es mir bringt. Wieso denn? Ja. Was wird damit geschehen? Das Elixier kann unsere Wachleute stark machen. Es wird sie vielleicht verändern, aber es wird funktionieren. So können wir unser Dorf verteidigen und unsere Feinde besiegen. Stellt euch nur vor, wenn das Elixier einen Fleischräuber mächtig machen kann, was wird es dann erst bei einem Pilgerkrieger bewirken? Bringt es mir und ihr werdet belohnt. Gepriesen! Ja, ja, also ich werde es vernichten. Ja. Ich werde euch nicht helfen, den Pilgern das Elixier zu geben. Na schön. Hört auf mein altes Weib und vernichtet das Elixier. Das Blut der Pilger wird an euren Händen kleben. Das Elixier ist in den Höhlen auf der anderen Seite des Dorfes zu finden. Doch ich bezweifle, dass ein Jedi auch nur in die Nähe der Bottiche kommt. Na und wieso? Klar kommen wir in die Bottiche, in die Nähe der Bottiche. So ein Logo. Soll ich jetzt mal gucken, ob wir da hinfliegen könnten? Und dann läutet die Folge auch schon wieder rum. Oh je. Erinnerung. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Die, die, die. Passen Sie auf sich auf.
Oh Gott. Das hätte ich besser gelassen, was? Oh je. Also Leute, bis zum nächsten Mal.